Sneeble ist ein Pokémon mit den Typen Unlicht und Eis, existiert seit der zweiten Spielgeneration und bildet die Basisform zu Sneebuna. Seit Pokémon-Legenden Arceus besitzt es die Regionalform Hisui Sneeble, in der es den Typen Kampf und Gift angehört. Sneeble ist ein kleines, zweibeiniges Pokémon, das dunkelblau, schwarz, rosa, weiß und gelb gefärbt ist. Die Krallen an Händen und Füßen sind dabei weiß. Das linke Ohr und die Schwanzfedern färben sich rosa und die beiden längeren Segmente auf Stirn und Brust sind gelb. Der übrige Körper zeigt sich in dunkelblau und schwarz und es besitzt einen schmalen Körper und einen eher breiten, rundlichen Kopf. Das Besondere an seinem Aussehen sind die beiden verschiedenen Ohren. Während das rechte Ohr kurz und breit gebaut ist, gleicht das linke Ohr eher einer seiner Schwanzfedern. Die länglichen dreieckigen Augen sind schwarz umrahmt und drei Wimpern sind zu erkennen. Selbst bestehen die Augen aus weißer Lederhaut, rosa Iriden und kleinen schwarzen Pupillen. Die winzige Nase befindet sich über dem kleinen Mund und auf der Stirn wächst ein längliches Segment. Am Ende der langen und dünnen Arme befinden sich jede kräftige Krallen. Auf der Brust ist ebenfalls ein längliches Segment zu erkennen und am Ende der schmalen Beine sind die länglichen Füße zu sehen, die wiederum mit zwei scharfen Krallen ausgestattet sind. Hinten wachsen schließlich die drei langen Schwanzfedern. Das Hisui Sneeble verändert seine Färbung des Fells zu einem hellen Grau. Ohren, die Krallen an den Händen, der Schweif und ein Teil des Gesichts und das rechte Ohr färbt sich nun lila. Ansonsten verändert sich das Aussehen nur geringfügig. In der Shiny-Form sind die dunkelblau-schwarzen Körperareale hellrosa gefärbt, Schwanzfedern Iriden und das linke Ohr färben sich gelb und die Segmente an Stirn und Brust hellblau. Sneeble greift gern mit seinen Krallen an durch Attacken wie Kratzfurie, Schlitzer oder Metallklau. Besondere Attacken, die es nutzt, sind zudem Eissturm und Prügler. So wie die Statusattacken Klauenwetzer und Agilität. Zu seinen Fähigkeiten gehört Konzentrator, die das Zurückschrecken verhindert. Die Fähigkeit Adlerauge verhindert, dass die Genauigkeit gesenkt wird. Und die versteckte Fähigkeit des Unlicht-Eis-Sneebles ist Langfinger, wodurch es Items stehlen kann, wenn es vom Gegner berührt wird. Die versteckte Fähigkeit des Hisui-Sneebles ist Giftgriff, wodurch es das Ziel durch bloßes Berühren vergiften kann. Sneeble, das flinke und verschlagene Pokémon, findet sich mit seinen Artgenossen vermehrt in Wäldern, wobei es durchaus in Stadtnähe anzutreffen ist. Mit seinen überaus großen und scharfen Krallen schlägt es mühelos seine Feinde in die Flucht und erlegt damit seine Beute. Als bevorzugte Nahrung für dieses Pokémon zählen die äußerst nahrhaften und sättigenden Eier in der Umgebung angesiedelten Taubsi oder anderer Vogel-Pokémon. Hierbei schließen sich meistens zwei oder mehrere Sneeble sowie Sneebuna zu einem Team zusammen, wobei ein Teil dieser Vereinigung die Aufgabe hat, die Eltern des zu stillenden Eis mit einem taktischen Ablenkungsmanöver von ihrem Nest wegzulocken. Währenddessen ist das restliche Team darum bemüht, das nun schutzlose Ei in ihren Besitz zu bringen. Seine starken Arme ermöglichen diesem geübten Kletterer außerdem problemlos einen Baum, eine Wand oder ähnliches zu erklimmen, während es dabei nicht selten die Aufmerksamkeit umstehender Zuschauer auf sich zieht. Genau wie Sneebuna sind Sneeble sehr hinterlistige Artgenossen, wobei die Charaktereigenschaft überwiegend gegen andere Pokémon oder gar Menschen beobachtet werden konnte und diese in den eigenen Reihen eher selten auf der Tagesordnung steht. Sein agiler Körper erlaubt es dem Pokémon, seine Feinde blitzschnell zu attackieren oder gekonnt aus einer eigentlich aussichtslosen Situation zu entkommen. Seine Geschwindigkeit zusammen mit seinem verhältnismäßig starken Körper machen aus Sneeble einen stets gefährlichen Gegner, welchen man
mit Bedacht und einer angemessenen Portion Respekt entgegentreten sollte. Das Pokémon bildet, wie bereits erwähnt, die Basisform von Snibunda und entwickelt sich nach einem Levelaufstieg, während das Item Schafklau getragen wird und es nachts ist. Tagsüber wird diese Entwicklung also nicht ausgelöst. Hierbei erhält Snibel an Händen sowie Füßen zusätzlich jeweils eine Klaue, dazu während der gelbe Kreis auf dessen Brust verschwindet und durch eine Halskrause ersetzt wird. Sein einst kahlen Kopf schmückt nun ein Fächer, wobei seine Ohren von oben zur Kopfmitte gewandert sind, um den üppigen Kopfschmuck den nötigen Platz zu bieten. Hierbei färben sich dann auch beide Ohren rot. Die Suisnibel hingegen entwickelt sich zu Sneboss durch den Einsatz einer Schafklaue am Tag. Hier wird die Entwicklung also nicht bei Nacht durchgeführt. Dabei wird das Pokémon deutlich größer. Farbgebungen bleiben recht ähnlich und es bekommt hinten am Hinterkopf so eine Fahne, wenn man das so nennen kann. Natürlich gibt es auch nochmal bei den Typschwächen Unterschiede. In der Form des, in der Unlicht-Eis-Form, die es in der zweiten Generation hat, nimmt es oder ist es immun gegen Psycho-Attacken, nimmt halben Schaden gegen Eis-, Geist- und Unlicht-Attacken, doppelten Schaden gegen Feuer-, Käfer-, Gestein-, Stahl- und Fee-Attacken und sogar vierfachen Schaden gegen Kampf-Attacken. In seiner Hisui-Form, in der es die Typen Kampf und Gift hat, nimmt es dagegen gegen keinen Typen immun, nimmt Viertelschaden gegen Käferattacken, halben Schaden gegen Pflanzen, Kampf, Gift, Gestein und Unlichtattacken, doppelten Schaden gegen Boden und Flugattacken und sogar vierfachen Schaden gegen Psychoattacken, der Rest macht normalen Schaden.